Uiuiuiuiui, seid herzlichst gegrüßt, willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey. Und ihr werdet wahrscheinlich in der letzten Folge mitbekommen haben, dass ich in der Lava-Höhle war und da einen Weg vergessen habe. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ah, hier ist wieder der Busch, aus dem man nicht, oder durch den man nicht durchkommt. Ach, ich will hier erstmal die Lurker, ja, was soll ich sagen? Wieso komme ich denn hier nicht mehr hoch? Hallo, jetzt ganz ruhig, Roland, ganz ruhig. Deswegen möchte ich das gerne nochmal in dieser Folge kurz nachholen. Ihr hofft, ihr habt nichts dagegen, sei denn, ihr seid wirklich sauer oder der oder die. Das ist mir aber egal. Ich möchte es nachholen und das werde ich dann jetzt auch tun. Also bin ich den ganzen Weg wieder zurückgeschwommen bis zum Fischerdorf. Und auch im Schnitt ist mir aufgefallen, hier ging es ja auch nochmal hoch. Gucken wir mal eben, was es hier so auf dem Plateau so einiges gibt. Kräutertjes, Mole Rats und Beißer. Ach du liebes Bisschen, hoffentlich kriege ich den. Jawohl. Hat ja gut geklappt. Gibt zwei Fleische. Die hebe ich im Off auf. Die mache ich mal eben platt. So. Ach, noch ein Beißer. Okay. Ja, ich sollte auch mal wieder was essen. Und gucken, was gibt es denn hier? Hier gibt es nichts. Eben noch mal was essen. Essen, trinken. Okay, jetzt speichern wir. Damit wir das Ganze hier zügigst untersuchen können. Ah ja. Wieso holt der so komisch aus? Ah, das ist ja meine Tastenkombination. Also, hier hat es Beißertjes. Und da hinten ist noch was. Was ist denn da hinten? Ist das was Größeres? Auch nur Beißer. Okay. Wenn natürlich hier irgendwie noch es eine weitere vertrackte Wegssituation geben sollte, werde ich natürlich bis hierhin mal aufhören. Ja, ja, ich und meine Entscheidungsschwäche, aber erstmal hier rüber. Komme ich hier rum? Ja, ich komme hier rum. Mann. Was ist das? Eine Rippe. Ein giftige. Ja, okay, hier gibt es halt eben Gezücht, ne? So lustig, komisches Gezücht. Oh, der war... Ach, und ein Waldgolem. Nee, 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 nee. Okay, bis hierhin. Wenn ich das Areal untersucht habe. So, kommt der mir noch nach? Tatsache, der kommt mir noch nach. Ah, super klasse. Ich habe ja einen Teleportstein zum Fischerdorf. Vielleicht könnte ich ja, aber den müsste ich erst noch belegen. Okay, der ist weg. Speichern. Ja, und dann werde ich im Off hier nochmal ein bisschen die Pflanzen auflesen und dann werden wir uns in der Lava-Höhle wiedersehen. An dieser Stelle angekommen, sehen wir hier, bin ich ja mit Dandolo hier oben rechts. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Der ist nicht da. Den habe ich ja weggeschickt. Bin ich ja hier rumgegangen und habe mich wahrscheinlich von den jetzt auftretenden Sounds so beängstigen lassen, dass ich hier nicht weitergegangen bin. Und hier gehen wir mal weiter. Und das wollte ich nochmal zeigen. Hier sehen wir auch schöne leuchtende Rubinkristalle. Bergkristalle. Oh, übel. So, da ist noch ein Durchgang. Jetzt hatte ich doch vergessen, die Pause-Taste wieder zu deaktivieren beim Streamer. Oh, deswegen dieser Übergang. Was haben wir denn da? Zombies. Gut. All your zombies in high places.
Hier passt das ja. Okay. Oh, da kommt noch einer. Oha. Die haben mich aber ganz schön verballert. Die Zombies. So. Jetzt ganz schnell mal was trinken. Und die Waffe ziehen. Oh, aufpassen, dass ich hier nicht rutsche. Runterrutsche. Okay. Zombies kann man ja eh nicht erbeuten. Ausbeuten. Oh, da ist ja wieder einer. Okay. Sieht's mit meiner Nahrung aus. Der bleibt mal hängen hier schön. Okay. Ach, du liebes Bisschen. Also, wie schon gesagt, jetzt ist, weiß ich auch, warum der hier hängen geblieben ist. Das ist, was haben wir hier? Hier ist irgendwas. Ist das eine Strickleiter oder was oder wie? Moment mal. Muss ich mal gucken. Nee. Alter, was ist hier los? Das ist eine Strickleiter. Das ist eine Strickleiter, Leute. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zu diesem komischen... Wo war denn das jetzt? Hä? Okay. Ach, hier gibt es ja noch was. Leute, nee, das ist ja wieder geil. Wieder geil. Speichern. Man sollte doch echt mal ab und zu mal nach oben gucken. Oh. Ist hier was? Ah, die Kamera macht das nicht. Wohin? Okay. Zieh deine Waffe. Da ist das übelst. Ich hab's fast geahnt. Das wird tricky. Sollte erstmal reichen. Das ist ja echt tricky da. Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Da sollte man hier auf den Stufen auch noch kämpfen? Wie zum Geier willst du das machen? Ja, mit der Kameraführung und der Gothic Engine müssen wir aufpassen. So, wo ist er? Ist er irgendwo? Ah, da ist er. Aha, alles klar. Nicht gegen den Dings drin. So. Jetzt fall ich schon wieder da runter. Ach ja, Manometer. Ich habe ja auch kein Festmachzeug. Essen. Wie oft muss ich das noch probieren? Na. Na, schwierig ist das hier. Okay, jetzt haben wir... Wo ist er denn? Schwierig zu sehen, schwierig zu sehen. Geh nochmal hier drauf. Vielleicht habe ich dann... Na, eine Stufe kann ich noch. Und da will ich nicht mit dem Säbel zuhauen, sondern... ihn versuchen, mit Pfeil und Bogen zu erledigen. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist weg. Aber ich höre nur noch. Da oben ist einer. Okay. Den Angeschlagenen habe ich leider nicht mehr wieder gefunden. Vielleicht ist er selber nach unten geknallt. Aha. Lava-Höhle Römisch 2. Was zum Geier? Kann ich denn hier was finden? Oder ist das jetzt auch wieder eine Sackgasse? Speichern. Und natürlich wieder was trinken. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Das ist irgendwie... Oder muss ich, kann ich hier hoch? Oh, komme ich?
Komm ich zu den zwei Zombies hier hin. Und der eine, der will nicht mehr. Hier muss ich echt aufpassen. Ja, fliegst du jetzt? Flieg doch mal runter für uns. Ja, ganz langsam. Okay. Ja, da sind Skelette. Oh, weia. Na, komm. Jetzt geht der ab. Nee, doch nicht. Kriegt noch XPs. Oh, Leute, nee. Okay. Jetzt habe ich natürlich diesen Schalter da, oder was das ist da drüben. Habe ich ausgelassen. Ja, okay. Da müsste ich dann runter dotzen. Oder hier runter gehen. Hey, das ist jetzt echt tricky. Ich möchte ganz gerne dahin. Hierhin wieder. Da war ich ja kurz vorher. Da will ich jetzt mich mal hin portieren, beziehungsweise ich schalte mal da wieder hin. Ja, da ist die Stelle. Ich möchte mal wissen, was das da hinten ist. Das sieht nämlich aus wie ein... Boah, Glück gehabt. Was ist das? Was ist das? Ich muss mal da drauf schießen. Nee. Ja, das wäre natürlich... Obwohl, ich könnte doch eigentlich auch hier rüber gehen, oder? Mit Balancieren. Oh, weia. Abspeichern. Okay, da wollen wir mal ganz vorsichtig rüber gehen. Wie bitte? Die Seite geht nicht. Gucken, Shift gedrückt halten und langsam voranschreiten. Nee, geht nicht. Warum geht das nicht? Ich will wissen, was das ist da hinten. Überlegen. Okay, dann müssen wir das anders probieren. Und zwar mit Akrobatik. Und zwar so weit vorgehen wie möglich. Und geradeaus springen. Bitte, Roland, pack es. Es geht. Okay. Nochmal. Und nochmal. Ah ja, Aquamarin. Was haben wir denn noch? Schwarze Perle. Und was ist das für ein Vieh? Womit denn? Nee. Vielleicht liegt ja hier der Gegenstand. Oh, nur so mal. Hoher Rubinbrocken. Lass mal hier alles auflesen. Hoher Rubinbrocken. Was ist das alles? Ich mache jetzt keinen Schritt mehr hier weiter. Jesus, na. Okay, vielleicht kann ich ja irgendwie hier mit dem Zeug da was machen. Womit denn? Nee, geht nicht. Toll, da habe ich jetzt hier ganz waghalsig meine Akrobatiken gemacht. Speichere ich mal ab, um wieder ganz smooth hier rüber zu kommen. Okay, machen wir mal einen leichten Schritt nach vorne. Und noch hier ein bisschen. Das Ganze hier wieder. Hab das auf anderen Streben nicht probiert. Und jetzt. Ups. Groundbreaking. Meine Herren. So, und dann gibt es hier noch eine Strickleiter. Ich weiß nicht, wo die hinführt. Die könnten wir eventuell mal, nachdem ich gespeichert habe, mal ausprobieren. Ja, so, dann machen wir wieder ganz langsam. Gucken. Ah, er greift die Strickleiter. Mal gucken, wie weit die nach unten geht, falls... Die hört ja irgendwo auf. Nee, das ist ja Shit. Oder? Ja, das wäre jetzt Quatsch. Das wäre jetzt Quatsch, da runter zu gehen. Die hört ja da auf. Also, gucken wir uns das mal an. Denn hier gegenüber scheint irgendwie ein Mechanismus zu sein wie eine ausfahrbare Brücke. So ist das meine Vermutung. Und da oben sind zwei Skelette, die uns dann empfangen würden. Und da ist das Leuchteteil. Das wir ja schon in der letzten Folge gesehen haben. Nun gut. Haben wir das auch mal untersucht. Und ich schätze mal, dass ich die Brücke... mit einem gewissen Gegenstand, den ich noch nicht habe, an diesem komischen Schalter da hinten, ne? Also das müsste ich dann aktivieren. Ja, dann geht's wieder zurück zum Sumpf, auch hier. Hoffentlich habt ihr Verständnis.
dass ich nochmal hier zurückgegangen bin, weil das wollte ich unbedingt jetzt mal auch auflösen. Also wir sehen uns im Sumpf wieder. Aber bevor ich da ganz hingehe, es dämmert nämlich schon. Das ist 18 Uhr, 19 Uhr, so drum dürfte es sein. Und im dunklen Sumpf ist nicht so gut jagen. Dann machen wir einen schönen frühen Sonnenaufgang. Und dann geht das wieder Richtung Strumpf. Nein, Sumpf. So, da ist Summer wieder. Oh, da ist ja eine Viertelstunde draufgegangen ungefähr. Dann gehen wir erstmal scouten. Ja, ich wusste es. Da ist ein Waldgolem, hier ist ein Giftlurker. Ich wollte ja eigentlich da hinten durch. Mal gucken. Die werde ich erstmal hier ein bisschen... Ich bleibe erstmal hier am Lurkern. Am Lurkern, sag ich schon. So, ich bleibe hier wieder hängen. Supi, klasse. Ja. Ich will nämlich weiter vorbei. Ich möchte ganz gerne dieses Häuschen entdecken oder diesen Ring der Geschwindigkeit, der angeblich da... Noch ein Waldgolem. Ich hasse diese Teile. Sorry, dass ich das mal so sage, aber ich finde die so nervig. So nervig. Okay. Okay, den Giftlurker. Ach ja, hier war die Stelle, wo ich begonnen habe mit dieser Folge. Und ja gut. Nee. Gucken. Ah, das bringt doch wieder nichts. Los, komm an. Oh, schön. Hat mir nicht so viel Schaden eingebracht. So, das Ganze gucken wir uns nochmal an. Pfeil und Bogen dann. Und hier gibt es wieder den Zwang, herumzugehen. Das hat alles seinen Sinn, finde ich. Dass auch mal die Büsche nicht durchdringbar sind. Der hier zum Beispiel sowieso. Cool. Boah, was eine Baumtextur. Oh, war nix. Yep. Giftlager. Oh ja, das ist eigentlich machbar. Speichern. Ja, der trinkt schön da hinten, der Waran. So sieht das aus, als würde er ein Getränk zu sich nehmen hier. Aus dem sumpfigen Loch hier. Ja. Oh, ich hätte jetzt meine Pfeil- und Bogenkünste hier walten lassen, während er schwimmt, aber der war so schnell drüben. Ja. So. Oh, schauen wir mal. Ah ja, da bist du ja. Irgendwer kommt noch. Da hinten. Im Baum. Dahinter. Okay, was ist denn das? Okay, nur ein Waran. Oh. Okay. Was war hier? Nee, war nichts. Spannend. Speichern. Ach, Mann. So, noch ein Waran. Wenn da hinten wieder so ein Anstiege ist, dann ist hier dieser Sumpf kopiert worden und leicht modifiziert. Also vom Mesh her. So, noch was in der Nähe? Nee, ist er nicht. Also, diese Anstiege ist da nicht. Ja. Ah, viel zu nah gekommen. So, wo, was, wie? Noch mehr solche Teile. Verschaffen wir uns mal hier einen Überblick. Dass die auf den Felsen da rumstehen. Auch lustig. Aber wir wollen mal weiterziehen. Stinkt das hier. Okay. Wieder ein Waran. Ich sollte mal auch wieder was gegessen haben. Okay. Oh, ging ja noch. Da hinten geht ein Weg. Jetzt sind wir durch den Sumpf durch. Hier irgendwie in der Ecke. Mann! Was vertragt? Hä? Moment, speichern. Ja, vielleicht sollte ich mal ins Logbuch genauer nachgucken. Ring der Geschwindigkeit.
In dieser Nachricht, die ich einem Fischer in der letzten Folge gelesen habe, von Grinis gefunden habe, erwägt Berengar, dass er sich in einem Sumpf begeben will, das habe ich jetzt hiermit gemacht, der sich in der Nähe der alten des alten Waldläuferdorfes befinden soll. Und zwar soll es in der Nähe eines Piratenwracks eine kleine Höhle geben, die vom Meer aus erreichbar ist. Na super! Wir haben ja nicht richtig gelesen. Piratenwrack, vielleicht ist das ja hier irgendwo. Bloß ich sehe in der Nähe eines Piratenwracks. Moment mal, bin ich denn schon wieder hier in der Karte? Nee, das ist da ganz oben. Da ist zwar links oben ein Schiff, aber ob es das Piratenwrack ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal weiter. Mal weiter gucken. Also das ist jetzt echt verwirrend. Ich wollte doch eigentlich erstmal so einen Ring der Geschwindigkeit bekommen. Der ist mir versprochen worden. Also bin ich wahrscheinlich, müsste ich hier durchschwimmen? Sicherheitshalber nochmal schwimmen und scouten und dann melde ich mich wieder, falls wir was gefunden haben. Da hinten ist ein Privatwrack. Das könnte das Wrack sein, da hinten. Das muss es sein. Das muss es sein. Okay, hier gibt es eine Wand, damit man da nicht hinkommt. Oder? Nee. Doch. Nee, ich will das jetzt nicht versuchen. Wir sehen uns da hinten am Wrack hoffentlich. Gibt es ein netteres Begrüßungskomitee. Ah ja, man konnte es ja schon aus der Ferne sehen, dass wir uns hier in der Nähe des Leuchtturms befinden. Hä? Bin ich jetzt total plätt? Wo, stopp? Steintafel der Magie 1. Okay. Nee. Ist das... Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier nicht der Leuchtturm? Doch, natürlich. Wieso ist ein, lag da eine Steintafel? Hier steckt ein Schwert. Hier ist ein großer Lederbeutel. War ich hier noch nicht? Ich könnte schwören, ich wär hier schon gewesen. Okay, aber jetzt soll es ja irgendwo eine Höhle. Ja, super, klasse. Oh, was eine Nummer. Oh, weia. Muss ich kürzen, Leute. Ja, schon, was haben wir drin? 250 Gold. Okay. Mein Gott, haben wir uns hier aufgehalten. So, was haben wir denn? Unterdeck. Sieht aus, als wäre hier nichts. Hier ist nichts. Roland, beeil dich mal. Die Leute wollen Ergebnisse sehen. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Gucken hier. Nichts. Aber auch nichts. Und Topdeck sieht auch nichts nach nichts aus. Kommen noch nicht mal hier rüber, weil es zu schräg ist. Okay. Ja, ist das denn überhaupt das Piratenwrack? Und wenn ja, wo ist die Höhle? Nee, ich war noch nie hier. Stimmt. Tolle Nummer. Ich sollte mal abspeichern. Warum blute ich denn so? Weil ich mal was essen sollte oder trinken sollte. Ja, meine Getränke gehen auch schon mal so langsam zur Neige. Guck mal, komme ich da oben hoch? Aber wo ist die Höhle? Von außen habe ich keine Höhle gesehen. Das heißt also, oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Also von außen, von der Meerseite her nicht. So, ist es denn möglich hier über diesen? Das ist möglich. Jawohl, es ist gut möglich, dass wir hier eventuell eine Höhle finden. Und wenn ja, dann ist sie nicht da. Ah, hier ist doch der Leuchtturm eindeutigst. Ich bin natürlich... Ach, das ist die zweite Bucht. In der ich noch nicht war. So sieht das aus. Oh, ho, ho, ho. Ja, wie geht's weiter? Große Frage. Hier komme ich auch nicht hoch, oder? Nee. Das war wohl nix.
Ich wüsste auch nicht, wo hier ein altes Waldläuferdorf gewesen sein sollte. Oh. Shit. Ja, superklasse. Ich habe die Vermutung, ich bin in der völlig falschen Richtung geschwommen. Völlig falsch, wäre ich rechts kommen. Aber der Sumpf ist doch linke Hand gewesen, wo ich da war. Naja, mal gucken. Ich schalte um nach Bumm. So. Also, das hier ist ja der Sumpf, den ich meine, dass das der Sumpf sei. Aber da ist ja kein Piratenwrack in der Nähe. Ergo muss ich jetzt erstmal hier neues Areal beschwimmen, betreten und gucken, ob dann... Ach ja, erstmal am Fischerdorf vorbei. Also da hinten, wo diese zinnigen Berge da sind. Da muss ich hin. Nein, nein, nein. Wir sehen uns. Kurzer Zwischenbericht. Hier ist das Fischerdorf und da gibt es eine kleine Bucht, wo dieser herrliche Wasserfall, der da oben aus dem Berg herausquillt, hier unten in den See führt. Also noch kein Piratenwrack in Sicht. Da werde ich jetzt auch noch nicht mal reingehen, weil ich will endlich diese Truhe finden. Ja. Hier geht es auch irgendwo rein. Das ist irgendwie sehr übelst. Sieht das aus. So voller Dickicht und sowas. Da gehe ich nicht rein. Ich suche das Piratenwrack. Oh. Wir befinden uns wirklich am Rand, am Ende der Welt. Habe ich das Gefühl. Hammer, Hammer. Hoffentlich fallen wir hinten nicht runter. Ja, weiter, weiter. Hier geht's nochmal irgendwie rein. Das könnte ein anderer Sumpf sein. Weiß es nicht. Naja, gucken wir weiter. Aha. Das sieht nach Höhle aus. Oha. Hoffentlich. Aber hier ist ja kein Wrack. Hm. Trotzdem mal gucken hier. Was erwartet mich hier? Da ist hier was. Ich brauche festen Grund unter den Füßen sehr gut speichern. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, eine Dschungelharpie. Oh weia. Die kriege ich doch bestimmt nicht kaputt. Treffen tue ich sie. Und die trifft mich auch. Superklasse. Ah, dann versuchen wir es nochmal. Hau ab. Oh, da stand Babas. Ich will hier weiter. Ich möchte hier hinter der Truhe. Mann! Noch ein. Oh. Alter Schwede. Mann, was ist das denn? Ich komme nicht ran. Die Dschungelharpie. Mhm. Herrlich, ich habe es gefunden. Beziehungsweise ich habe hier etwas gefunden. Ich weiß nur nicht, was es ist. Auf jeden Fall erstmal wieder was trinken hier. Mann, oh Mann, das war echt hart auf der Kante. Jesus Christ's sake. Und speichern. Eine ausgebrannte Fackel. So, erstmal gucken, ob hier noch irgendwie was im Vorfeld war. Nein. Jetzt bin ich gespannt, was mit der Truhe ist. Alte Truhe. Vielleicht ist es ja die Truhe, ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann. Aha. Das wird übelst. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Hab's geschafft, oder? Ring der Geschwindigkeit 7. Diesen Zettel habe ich aus einer Grotte gefunden. Leute, ich habe einen Zettel in einer Grotte gefunden. Jetzt werden wir den Zettel mal ganz schnell lesen. Und zwar hier. Wer weiß, was geschieht. Ich werde lieber mal notieren, wie man den Ring herstellen kann. Man nehme ein Stück Erz, ein Stück Silber und ein Snapperkraut. Vermenge dieses mit glühendem Stahl und forme daraus einen Ring. Nun warten wir, bis dieser abgekühlt ist. Fertig. Sobald man den Ring an seinen Finger gesteckt hat, führt er einen in Windeseile dorthin, wo man will. Die Einnahme von Pflanzen und Tränken ist fortan unnötig.
Berengar, wie irre ist das denn, liebe Leute? Und an der Stelle mache ich mal für diese Folge Schluss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir einen Kommentar und einen Daumen. Und ich sage Tschüss.